willkommen zu unserem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, was wir für den Karl zum zweiten Geburtstag bestellt haben. Er hat in ziemlich genau 2 Wochen Geburtstag. Er wird dann 2, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ich habe hier rechts mir seine Geschenke, also ja, was wir ihm halt schenken, in unverpackt natürlich, aufgereiht, was auch immer. Und wir möchten euch das jetzt eben zeigen, sagen, was es gekostet hat und was wir uns sonst noch so gedacht haben bezüglich seiner Geburtstagsgeschenke. Als erstes nehme ich mal das, was hier ganz vorne steht, was ich ziemlich süß finde. Und zwar ist das ein kleines Bosch Kinderwerkzeugset. Ich kann euch das hier sieht das immer aus der Nähe, ich packe es auch gleich mal aus. Preismäßig muss ich gleich mal gucken. Also, das Set hat 21,86 Euro gekostet, sehr seltsamer Preis. Das ist der kleine Akkuschrauber. Der hat auch hier, also der funktioniert auch. Der dreht sehr langsam. Man kann da auch an Zubehör, habe ich hier einen Kreuzschlitz zum Beispiel oder also und hier einen Bohrer, also richtig süß. Und das steckt man dann einfach hier irgendwie so ran. So, und dann kann man auch die Richtung, also vorwärts oder rückwärts, also reinschrauben oder rausschrauben und so kannst du verändern. Genau, und der hat auch hier unten ein Arbeitslicht, wie bei so einem normalen Bosch-Akkuschrauber. Wir haben natürlich, also ich würde euch jetzt gerne, wir haben keinen Bosch-Akkuschrauber, aber wenn, würde ich euch jetzt gerne einen zum Vergleich zeigen. Aber mein Papa hat mindestens einen Bosch-Akkuschrauber und der sieht wirklich genauso aus. Ist halt bloß ein bisschen größer und ein bisschen schwerer, aber das ist halt übelst cool. Und hier unten, dieses Akkuteil, kannst du ganz genau so wie bei einem normalen Akkuschrauber auch abmachen. Und dann legst du hier unten nur die Batterien rein. Also das ist, ich weiß nicht, ich bin da übelst begeistert von. Eine kleine Feile, eine Zange, ein Kreuzschlitz-Schraubenzieher, eine Wasserwaage, einen kleinen Hammer, eine Säge, die finde ich auch unfassbar süß. Die, ich weiß nicht, die ist irgendwie, die ist niedlich. Einen Schraubenschlüssel, den Zubehör zum Akkuschrauber, also zwei Bohrer, ein Bohrer und 3 so Schraubaufsätze, genau, und die Kiste halt an sich. Dann habe ich einen Bogen, ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind im Endeffekt, mit so kleinen verschiedenen Waschlappen-Tattoos bestellt. Ich möchte es jetzt nicht aufmachen. Ich kann aber, wenn ich jetzt nachgucke, was es gekostet hat, kann ich euch auch vielleicht sagen, wie viele da drin sind. Das hat 6,69 Euro gekostet, sind 160 kleine Tattoos von also Tiere verschiedener Kategorien. Hier vorne sind ja jetzt so Insekten und sowas. Dann haben wir einen Bogen mit nur Katzen und einen Bogen mit irgendwas mit Geburtstagsdeko und also wirklich kindgerecht. Also nicht irgendwelcher Quatsch, sondern wirklich, also ich finde das übelst süß. Genau, das würde sich, glaube ich, auch freuen. So, das nächste haben wir nicht bestellt. Das haben wir von meiner Oma sozusagen bekommen. Wir kamen da irgendwie drauf zu sprechen, dass wir das, was ich euch jetzt gleich zeige, gerne dem Karl zum Geburtstag schenken wollen. Und dann meinte sie, ja, das müsst ihr ja nicht bestellen, das habe ich da, könnt ihr mitnehmen, mache ich euch das, packe ich euch das zusammen. Und zwar Duplo, also eine Duplo-Platte. Und dann haben wir hier jetzt einen Karton, also hier mit Duplo-Steinen, der ist auch recht voll. Ganz verschiedenes, also ich meine jetzt mit Duplo, weil da gibt es ja immer so, weiß ich nicht, jeder sagt da irgendwie anders dazu, also das sind solche in der Größe, das ist der 4er und der 2er ist so, also seinem Alter auch entsprechend und hier ist übelst viel Zubehör, zum Beispiel so Zäune oder sowas hier, wenn man ein Haus baut oder die Tiere, die da drauf passen, Menschen, dann haben wir hier Fahrzeuge oder Fenster, ein Stuhl, also alles Mögliche ist da dabei. Und ich glaube, das ist für den Anfang erstmal ziemlich cool so. Und dann werden wir eben einfach nach und nach immer, ja, zu Anlässen vielleicht dann noch mehr dazu schenken. Je nachdem, wenn wir von irgendwem das noch irgendwas bekommen oder einfach noch was dazu bestellen. Ich glaube, das ist auch ziemlich cool, wenn es irgendwelche Special Editions und was auch immer gibt. Ich glaube, da hat er relativ lange viel Freude damit. So, dann habe ich hier noch seine Geburtstagskarte, die haben wir auch bei Amazon bestellt. Ich zeige euch eben mal die Karte. Ich finde die total süß. Die ist mit Dinos. Das ist auch so, naja, eingeprägt hier die Zahl und so.
Genau. Ich finde, man kann auch für eine Geburtstagskarte mehr Geld ausgeben. Wobei die jetzt 2,49 € gekostet hat und 1,65 € Versand. Also es ist gar nicht so teuer. Ich dachte, die hat mehr gekostet. Die kam aus dem Vereinigten Königreich, wurde die geschickt. Genau. So. Das kam vorhin erst. Das hatten wir nämlich vergessen mitzubestellen, als wir die anderen Sachen, die ich euch gezeigt habe, also den Tattoos und so, als wir das alles bestellt hatten, haben wir das hier total vergessen. Also so sieht er jetzt ohne Folie aus. Das mache ich gleich noch ab. Ich mache den erstmal auf. Ach, da muss ich das gar nicht abschneiden. Doch, muss ich dann. Okay, ich mache den jetzt erstmal auf. Ist so süß. Wie kriege ich den jetzt auf? Wie machen wir das? Gibt es hier nicht so einen Knopf oder so? So. Oh nein, wie kann etwas nur so süß sein? Ich zeige euch den mal aus der Nähe, dass ihr mal seht, was da so drauf ist. Also es sind so Frösche und sowas. Ich finde den übelst schön. Ist der süß? Also er ist auf jeden Fall schön klein, schön handlich. Dann ist er einfach qualitativ. Ich finde, der sieht übelst hochwertig aus. Ja, dann ist er einfach nur total schön kindgerecht mit den Fröschen und so. Ich finde den wundervoll. Hä? Wir haben 17,99 € bezahlt. Das ist jetzt nicht deren Ernst. Als ob der einen Tag, nachdem wir den bestellt haben, so viel, also einen halben Preis nur noch kostet. Nee, wir haben den ja nicht gestern, sondern vorgestern bestellt. Boah, also das finde ich gerade sehr frech. Ich hätte auch, ich habe sehr gerne da 18 Euro für diesen Schirm bezahlt, weil er wie gesagt so süß ist und so. Und, ja, aber, also das finde ich jetzt gerade wirklich, aber gut. Und ich kann euch das Geschenkpapier und alles jetzt auch gerade gar nicht zeigen, weil da steht ganz viel Zeug davor. Das muss ich erstmal ausgraben. Ich habe nämlich extra ganz viel gelbes Geschenkpapier geholt, weil, ich seinen Geburtstagstisch, also seine Deko, die ich euch auch nochmal anderweitig zeigen werde, und generell sein Geschenkpapier und alles in so gelb, weiß, gold halten möchte dieses Jahr. Ich das irgendwie cool finde, so nach Thema oder Farbe zu dekorieren und gerade jetzt in dem Alter, wo man noch nicht so einen richtigen Themengeburtstag mit einem Kind veranstalten kann, ist gerade dann mit einer bestimmten Farbe alles zu schmücken und zu verpacken, glaube ich, eine echt coole Sache. Er wird es wahrscheinlich gar nicht merken, dass da alles in Gelb und was auch immer ist, aber ja, ich denke schon, dass er sich ja generell einfach freut für seine Geschenke. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ihr vielleicht ein bisschen inspiriert wurdet, was ihr eurem Zweijährigen schenken könntet. Ich finde, es ist jetzt, also bis auf das Werkzeug, ist es eigentlich sehr geschlechtsneutral. Ein Regenschirm, Dokosteine, Tattoos, also ich weiß nicht, das ist, ich finde es geschlechtsneutral. Und auch das Werkzeug im Prinzip, man kann eh, ja, man, also man weiß ja selbst als Eltern, was das Kind am, also das gerne spielt. Und wenn sich ein kleines Mädchen für Werkzeug interessiert, was bei mir zum Beispiel früher auch, glaube ich, der Fall war, also gerade durch meinen Papa, dass ich da immer irgendwas mitgebaut und gebastelt habe, hätte ich mich da, glaube ich, auch genauso drüber gefreut. Von daher, zumal Bosch ja eh grün ist, also weiß ich nicht. Nee, aber im Endeffekt hoffe ich, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte und, ja, ich hoffe auch, dass es dem Karl gefällt. Mir gefallen die Sachen sehr gut, also jetzt nicht für mich, sondern halt für ihn. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.